Naja, dann mal zur Verdeutlichung, wie das funktioniert bei diesem alten Auto hier. Und zwar haben wir hier das ganz typische Beispiel. So, ich mache mal zu. Das ganz typische Beispiel eines Umschalters. Das gucken wir uns mal an. Ich schalte also nach da, Mittelstellung und nach da und dementsprechend blinkt es. Also jetzt hier zum Beispiel blinkt dann die linke Seite. Ja, man sieht es. Beziehungsweise vorne. Ganz hinten ist keine Blinkleuchte dran. Vorne ist es dann so eine Blinkleuchte früher gewesen. Gut, also wie gesagt, Umschalter funktioniert in diesem Fall ganz einfach. Noch ein schönes Detail. Und zwar der sogenannte Anlasser. Hier unten, ich tippe mal mit dem Fuß dahin. Hier ist ein Knopf. Hier. Wenn ich da drauf drücke, natürlich muss ich vorher die Zündung einschalten. Hier sieht man einen Amperemeter. Hier, wenn ich die Zündung eingeschaltet habe, dann wird noch mehr Strom verbraucht. Und jetzt tippen wir mal unten auf den Anlasser. Mal sehen, was passiert. So, und schon läuft er. Jetzt sieht man auch das Amperemeter. Hier. Das steht im Plus. Das heißt, die Batterie wird geladen. Hier Öle geschrieben, der Öldruck, der liegt jetzt bei 3 Bar ungefähr, Barometer und so weiter, Uhr gibt es auch, die muss ich allerdings immer wieder aufziehen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ein Benzinmesser, gut, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich erstmal nur, eine Hupe, ich wollte ja eigentlich nochmal auf den Umschalter kommen. Auf spätere Details, wenn ihr das wollt, gehe ich gerne mal ein. So, ich fahre jetzt das Auto mal wieder rein und mache das Video erstmal aus.